Ich möchte über den Reichtum der Großzügigkeit sprechen und möchte mit einem Zitat von Buddha beginnen. Wüsstet ihr ebenso viel über die Macht des Gebens wie ich, nehmet ihr keine einzige Mahlzeit zu euch, ohne sie zu teilen. Es gibt viele Modelle, die versuchen, die wichtigsten Aspekte der spirituellen Praxis zu beschreiben, zu umreißen. Man spricht zum Beispiel vom dreifachen Training von Sila, Samadhi und Panya, das heißt Ethik, Meditation und Weisheit. Ich werde heute über Großzügigkeit sprechen im Rahmen eines weiteren Praxismodells. Das ist ganz üblich in Asien. Da spricht man von den drei tragenden Pfeilern der Praxis als Dana, Sila, Bhavana. Das heißt als Großzügigkeit, als ethisches Verhalten und als Meditation. Großzügigkeit, Dana, wird das als der erste tragende Pfeiler der Praxis gesehen. Hier bei uns im Westen, ich denke vor allem in der Vipassana-Tradition, vielleicht zum Teil auch im westlichen Zen, haben wir mit der umgekehrten, vielleicht verkehrten Reihenfolge begonnen. Wir begannen und beginnen auch heute oft noch mit Bhavana, mit Meditation. Hat nicht viel mit spiritueller Praxis am Hut, und wenn man dann interessiert ist, dann geht man meditieren. Ja. Wobei vielleicht noch zu sagen ist, dass viele von uns, von der Generation meinen Kollegen und Kolleginnen vor 30 Jahren eigentlich mit bewusstseinserweiternden Drogen anfingen. Wir haben damals die gewaltigen Möglichkeiten des Geistes erlebt und erkannt, weil aber die außerordentlichen Zustände nie lange anhielten, wandten wir uns der Meditation zu. Bhavana. Sila, ethisches Verhalten, schien uns etwas nebensächlich, vielleicht ein bisschen kleinkariert oder sogar lächerlich. Das geht vielen auch heute so. Diejenigen von uns, die viele Retreats machten, damals dann ins Alltagsleben traten, dann wieder in lange Retreats und so weiter, wir merkten langsam, wie wichtig ein gewaltloses, sensibles, liebevolles Verhalten ist. Sila. Wurde klar, dass ohne diese Grundlage keine wirkliche innere Transformation möglich ist, damals wie heute. Das heißt, Gewaltlosigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, rücksichtsvolles Verhalten in Beziehungen, in intimen Beziehungen, auch mit kleineren Dingen, nicht nur Ehrlichkeit im Allgemeinen, sondern Ehrlichkeit, die sich halt auch in viele der Grauzonen hineinbewegen muss. Ich denke, vielleicht interessant sind kleine Notlügen. Ja, da konnte ich nicht anders, da musste ich halt. Oder interessant finde ich es, Ehrlichkeit mit Steuern und Versicherungen oder mit ausgeliehenen Büchern zum Beispiel. Das ist immer ganz interessant. Sila, ethisches Verhalten, ist die Grundlage der Praxis, so wie die Wurzeln eines Baumes, ohne die es keine Äste, keine Blätter, keine Blüten und keine Früchte gibt. Ethik, Sila, wurde wichtiger für uns. Dann begannen wir langsam zu realisieren, dass wenn wir hier im Westen Lehrer, Lehrerinnen, Dharma-Belehrungen, Seminare, Retreats wollten, mussten wir selber auch anfangen, die Bedingungen dafür zu schaffen. Dana, Großzügigkeit, geben, unterstützen, dienen, wurde zum Thema. Es braucht heute Manager, Managerinnen, Köchinnen, Leute, die Gebäudearbeiten machen, Reparaturarbeiten, Renovationsarbeiten, Malen, Computerarbeit, Buchhaltungsarbeit, Grafiker. Es braucht Unterstützung in Form von Spenden, von Darlehen, von Know-how, von Zeit, von Energie. Das heißt, Großzügigkeit betrifft nicht nur materielles Geben, sondern das Geben von Zeit, von Aufmerksamkeit, von Wissen, von Können,
und helfen und heilen und belehren und beraten. So ganz langsam über die Jahre begannen wir, die zentrale Wichtigkeit von Großzügigkeit zu verstehen und zu leben. Ich denke, heute ist das auch hier im Westen schon ganz anders. Haus Engel hier ist ein tolles Beispiel. Ein Ausdruck von großem Interesse an der Praxis, von Weisheit und Mitgefühl. Ein Ausdruck von der Großzügigkeit vieler. Natürlich vor allem Ausdruck von der Großzügigkeit der fünf Engels, die hier ihre Zeit, Energie, Arbeit, ja, ihr Leben investieren, um dieses Haus zu einem idealen Ort der Praxis zu machen. Das ist Großzügigkeit. Unser neues Zentrum in der Schweiz in Beatenberg ist ein Beispiel. Es fing an vor 26 Jahren mit den ersten Kursen, die wir in der Schweiz organisierten. Über 130 Kurse der Dhamma-Gruppe Schweiz. Alles ausschließlich von unbezahlten Freiwilligen organisiert, bekocht, gemanagt, gesessen natürlich auch. Mit Sitzen ist auch wichtig. Über all die missglückten Versuche von Hauskäufen damals, über die Gründung eines Komitees vor 4 Jahren, die mittlerweile Tausenden von Stunden von freiwilligen Arbeit, über die enorme Großzügigkeit, die uns all das Geld von etwa fast 2 Millionen Mark finden und zufließen ließ. Eine Dharma und Dana Erfolgsgeschichte, bis jetzt jedenfalls. Im buddhistischen Asien läuft dieser Prozess von Dana, Shila, Bhavana, von Großzügigkeit, von ethischem Verhalten und Meditation genau umgekehrt. Dana, Großzügigkeit, kommt zuerst und wird mit umwerfender Begeisterung und uneingeschränkter Energie und Offenheit praktiziert. Eben großzügig. Das ist ein interessantes Wort. Shila, ethisches Verhalten, wird als wichtig, aber doch ein bisschen weniger wichtig betrachtet. Man lebt ethisch oder nimmt die ethischen Gelübde an Sonntagen. Oder in Asien ist es an Vollmondtagen. Werktag. Anderes auch wichtig, vielleicht wichtiger. Wie hier früher mit der Kirche. Bhavana, Meditationspraxis, ist in Asien eher selten. Von den Mönchen und Nonnen in Thailand meditieren vielleicht 2-3%. Unter den Laien kaum jemand. Es ist immer noch sehr viel, was es gibt an Meditationszentren und Klöstern verglichen mit uns dort. Aber es ist nicht, dass wir uns manchmal diese naiven Vorstellungen in buddhistischen Ländern meditieren alle. Wir sitzen immer so zusammen in Retreats und meditieren. Aber die Großzügigkeit ist überwältigend. Es ist nicht nur ab und zu und von einigen. Und natürlich geht es ganz und gar nicht nur um Großzügigkeit im spirituellen Bereich. Großzügigkeit muss mehr und mehr unser ganzes Sein durchdringen. Es ist geben statt festhalten. Wir geben auf statt zu horten. Wir lassen los statt anzuhaften. Es ist die Verbundenheit, die durch Geben entsteht, die ethisches Verhalten mehr und mehr zu unserem natürlichen Verhalten macht. Und die Offenheit und innere Fluidität, die durch Dana, durch Loslassen, Nichthaften und Großzügigkeit entsteht, wird unsere Meditation in ganz wesentlicher Weise unterstützen und vertiefen. Im Mahayana Alamkara Sutra wird gesagt, Freigebigkeit überwindet alles Widrige, schenkt nicht begriffliches, ursprüngliches Gewahrsein, erfüllt in vollkommener Weise alle Wünsche und lässt die Wesen vollständig heranreifen. Und im Bodhisattva Sutta Pitaka wird gesagt, für Großzügige ist Erleuchtung nicht schwer zu erlangen. Gutes Argument, ja? Ganz wesentlich zum Verständnis dieser Aussage ist, dass wir Dana, Großzügigkeit, richtig verstehen. Das heißt, wir sprechen nicht von einem Geschenk, das wir unseren Gastgebern mitbringen, oder von den 50 Mark, die wir vielleicht Médecins Sans Frontières oder Greenpeace oder Amnesty International einzahlen.
Natürlich das auch. Genauso wichtig. Aber wir sprechen auch von einer radikalen inneren Haltung von Herz und Geist. Rumi, der Sufi-Mystiker, beschreibt dies, wenn er die Haltung des Derwisch, des Sufi-Adepten beschreibt und sagt, der Sufi öffnet seine Hand dem All, um ungebunden zu verschenken, jeden Augenblick. Anders als einer, der auf der Straße um Geld bettelt, bettelt ein Derwisch, dir sein Leben schenken zu dürfen. Dana, das Wort für Großzügigkeit in Pali, ist ein Synonym von Aloba, ist gleichbedeutend mit dem Begriff Aloba. Loba heißt Gier, Verlangen, Anhaften, Festhalten, Geiz. Und Loba ist eine der drei Wurzelursachen, der grundsätzlichsten Ursachen allen Leidens. Aloba oder eben Dana steht dem Anhaften, dem Festhalten, dem Geiz direkt gegenüber, ist seine Auflösung, seine Heilung und ist somit das Ende des Leidens. Also nicht eine Qualität, die auch noch ganz hilfreich oder auch noch ganz gut ist oder auch noch ganz wichtig. Die letztliche Essenz aller Dharma-Praxis, aller Dharma-Lehren heißt, entwickle das Herz, entwickle den Geist, der an nichts festhält. Das Dharma des Nicht-Erfassens und Ergreifens. Und genau das ist Dana, Großzügigkeit. Ist die zentrale Qualität der Befreiung. Es ist die tiefste Weisheit, die erkennt, die sichtbar macht. Aber es ist das Erlöschen von Anhaften, es ist das Loslassen, das befreit. Nekamma, von Ursula gestern gesprochen hat, und eben Dana. Vielleicht ist Dana Großzügigkeit Loslassen, zusammen mit dem Ausdruck von Liebe, Mitgefühl und Vertrauen. Das ist ein aktives Loslassen, geben. Großzügigkeit ist somit eine der drei Wurzeln des Guten. Zusammen mit den zwei anderen Metta, liebevolle Güte, und Panya, befreiender Erkenntnis. Es ist Großzügigkeit, liebevolle Güte, Erkenntnis. Nicht haften ist die Hauptcharakteristik von Großzügigkeit. Vergleichbar mit der Art, wie ein Wassertropfen von einem Lotusblatt oder einem Seerosenblatt abläuft, ohne am Blatt zu haften, ohne dass das Blatt nass wird. Das Gegenteil von einem Tropfen Öl auf Papier. Es ist sofort so im Papier drin, dass man es nicht mehr wegbringt. Es haftet so sehr, dass es ein Teil davon wird, während dem Dana nicht haften bedeutet. Wenn Großzügigkeit unser Leben durchdringt, verändert sich seine Qualität spürbar. Wir fühlen uns offener, wir fühlen uns verbundener und freudvoller. Großzügige Menschen wecken in uns Gefühle der Offenheit, der Liebe und der Freude. Und jede Art und jedes Maß des Gebens macht uns und andere glücklich, froh. Ein alter Text sagt, und vielleicht als Kommentar, ich denke, früher und fast überall in der dritten Welt, auch heute, bezieht sich Geben meist auf Essen. Heute noch essen wir, ich glaube, ein Fünftel der Menschen, 90% der Nahrung dieser Erde. Und allein pro Tag sterben Tausende von Kindern an Unterernährung. Und oft im Zusammenhang mit Großzügigkeit das Thema. Und dieser Text sagt, wer Nahrung spendet, gibt einen vierfachen Segen. Man spendet Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft. Darum wird einem als Himmelswesen oder als Mensch langes Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft zuteil, wenn man in dieser Art großzügig ist. Anderswo heißt es, Geben bringt einen fünffachen Segen. Das ist interessant. Beliebtheit,
edlen Umgang, guten Ruf, sicheres Auftreten und himmlische Wiedergeburt. Und die Essenz des Gebens ist Loslassen. Darum fühlen wir uns durch Geben leichter, froher und auch freier. Immer dann, wenn wir geben, wenn es auch echt motiviert ist, ist unser Herz offen und dann fühlen wir uns reich, unbeschwert und gleichzeitig tief verbunden. Denn durch Geben und durch Großzügigkeit überschreiten wir die künstlichen, einengenden Grenzen der Selbstbezogenheit. Und dadurch durchschauen und durchbrechen wir das Gefühl des Getrenntseins und fühlen uns eins mit dem Leben und fühlen uns reich. Rumi schreibt, aus der Schatzkammer zurückkehrend fühle ich mich reich. Zusammen mit Mitfreude, mit Mudita, denke ich, ist Großzügigkeit die freudvollste Dharma-Praxis, die es gibt. Ist auch nicht so anstrengend wie Vipassana. Was sind die Bereiche der Großzügigkeit? Was ist es, das wir geben können? Ein Gefühl für die Weite und die Vielschichtigkeit dieser Herzensqualität können die folgenden, dem Geben verwandten Qualitäten vermitteln. Worte, die wir brauchen. Aufmerksamkeit schenken, zum Beispiel. Oder Beachtung schenken. Braucht Hingabe, Aufgabe, Zugabe, abgeben, vergeben, nachgeben. Aber auch offen empfangen, erhalten, annehmen. Auch das ist Großzügigkeit. Wir können materielle Dinge geben. Essen, Trinken, Obdach und Wohnung, Bekleidung und wenn nötig Medizin. Geschenke aller Art, was immer gebraucht wird und was wir von diesen Dingen haben, die gebraucht werden. Geld ist ganz wichtig. Ich denke, wir sind oft verunsichert im Umgang mit Geld. Es hat einen dermaßen hohen emotionellen Gehalt für viele. Soll ich geben? Wie viel soll ich geben? Bin ich nicht blöd zu geben? Werde ich ausgenutzt, wenn ich gebe? Bin ich naiv? Wirke ich protzig? Oder unkultiviert? Oder doch geizig? Geld an sich ist nicht gut oder schlecht. Wenn es aus heilsamer Motivation für Hilfreiches gebraucht wird, ist es gut. Umgekehrt ist es nicht sehr gut. Manche sind übervorsichtig mit Geld. Manchmal vielleicht auch romantisch. Ich möchte dem Tempel eine Rose geben. Etwas Schönes, etwas Erhabenes. Nicht schnödes Geld. Ich denke, das ist gut so. Außer der Tempel braucht ein neues Dach oder eine Revision des Heizungssystems. Dann reichen Rosen nicht. Wir brauchen Gewahrsein, Klarheit, Sensibilität und Verantwortung. Dann können wir auch mit Geld sinnvoll und hilfreich umgehen. Eine der wichtigen Figuren zu Buddhas Zeit war Anathapindika, ein sehr reicher Händler. In vielen der Lehrreden liest man, wo die Lehrrede gegeben wurde. Und sehr oft ist es in dem Hain von dem Anathapindika, wo dem sich der Buddha sehr oft lange Zeit aufhielt. Anathapindika unterstützte die Sangha auf vielfältige Art und Weise. Er kaufte zum Beispiel dem örtlichen Prinzen eben diesen ganzen Hain ab, den Chetva-Hain, damit er ihn den Mönchen und Nonnen als Aufenthaltsort anbieten konnte. Aber der Prinz zögerte zu verkaufen. Und da legte Anathapindika die ganze Fläche des Parks mit Silber- oder Goldstücken aus, damit der Prinz den Park hergeben würde. Das wiederum hat den Prinz dann so beeindruckt, dass er es für die Hälfte gab. In einem Meditationszentrum in Asien, in dem ich vor vielen Jahren praktizierte, gab es eine Warteliste von einem Jahr von Familien, Clans, Vereinen und Dörfern. Und alle kamen für einen Tag, eine Nacht und dann den Tag. Und da waren 365 oder mehr
schon zum Voraus gebucht, die kommen wollten, um die Mönche und Nonnen und Laien, die dort meditierten, mit Essen und mit allem Notwendigen zu versorgen, um für alle zu kochen und die anstehenden Arbeiten zu machen, vielleicht ein Dach neu zu decken, Brunnen neu zu graben. Eine lange Warteliste. Und ich denke, das gibt's in vielen Arten und Weisen auch bei uns. Und es gab's auch immer schon in unserer Kultur. Es ist einfach immer schwerer zu vereinbaren mit dem Shareholder-Value-Denken. Also Ideen und Werte wie Großzügigkeit sind sicher im Gegenwind, mehr denn je in unserer Kultur. Wir geben aber nicht nur Materielles, wir geben auch unsere Aufmerksamkeit, wir schenken Zuwendung, wir geben unsere Zeit, unsere Energie. Wir tun es zu Hause, wir tun es auf der Arbeit, wir tun es in der Freizeit. Nimm Karoli Baba, Ramdas Guru, sagt es ganz einfach. Liebe die Menschen und nähre sie. Und zwar mit Nahrung, aber auch mit Aufmerksamkeit, mit Respekt, mit Wertschätzung, mit Liebe, mit all dem, was sie brauchen, mit all dem, was wir haben. Und wir können dienen und helfen in vielen Bereichen. Vor allem gerade auch in Bereichen, die uns persönlich liegen. Ich denke nicht, dass es wichtig und nötig ist, dass wir in all den Bereichen auch helfen und großzügig sind, die uns nicht liegen. Aber es gibt viele Bereiche, die uns liegen. Für manche kann das politisch sein, Friedensarbeit, Umweltschutz, Menschenrechte, der Sozial-, Nachbarschaftshilfe oder was immer es gibt, Suppenküchen gibt's. Oder in der Familie sehr viel zu tun. Oder in Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Oder im Dharma-Bereich mit Zentren und Klöstern. Organisieren, kochen, managen, reparieren, was immer getan werden muss. Wir geben, indem wir helfen, unterstützen, teilen, heilen, lehren, ausbilden, aber auch reparieren, konstruieren, kreieren und so weiter und so weiter. Das ist ein Bericht, das von Jack Kornfield gelesen, aus Burma. Im Jahre 1960 wurde die große Shwedagon-Pagode in Burma von einem gewaltigen Sturm beschädigt. Und Burma ist ein Land mit unvorstellbarer Armut. Aber das ganze Land erhob sich, um diesen heiligsten aller Orte wieder instand zu stellen und Gebühren zu schmücken. Selbst die Ärmsten halfen. Sie nahmen ihre Ohrringe, ihren Schmuck, ihre Eheringe ab. Sie brachten das kleine Stücklein Gold, das sie für ihr Alter gespart hatten, damit der Tempel des Erwachens wieder aufgebaut werden und in Glanz erstrahlen konnte. Was mich in Burma auch faszinierte, war der Enthusiasmus der Jungen in Bezug auf Praxis, in Bezug auch auf Großzügigkeit. Viele von ihnen kamen in die Retreats in den Semesterferien. Das hat mich immer beeindruckt. Oder sie kamen, um zu helfen mit den anfallenden Arbeiten im Kloster, in Pagoden, in Zentren. Ein Text sagt, Freigebigkeit ist dreifach. Die Gabe materieller Güter, die Gabe der Furchtlosigkeit. Wir schützen die Lebewesen vor uns selber durch Sila, durch ethisches Verhalten und werden so vertrauenswürdig. Das ist die Gabe der Furchtlosigkeit. Und drittens die Gabe der edlen Lehre. Auch eine wichtige Form des Gebens ist das Teilen der heilsamen Qualitäten und Energien, die wir durch unsere Praxis erschaffen haben. Wie wir das hier jeden Abend machen und wie ich euch empfehlen möchte, dass ihr es jeden Abend macht. Nicht nur hier, sondern jeden Tag, jeden Abend. Und wenn ihr formale Praxis übt, am Schluss der formalen Praxis, jedes Mal. Durch die Macht meiner Praxis mögen alle Lebewesen Befreiung und Erleuchtung erlangen. Eine ganz effektive Form des Gebens ist es natürlich, wenn wir uns voll und ganz der Praxis hingeben. Das ist eine Form von Geben, Hingabe. In dem Maß, wie wir liebevoller, weiser und freier werden, ist es ein Geschenk nicht nur an uns selber,
sondern an alle um uns herum. Und dabei müssen wir lernen, unsere Praxis auch zu achten und ihr und uns mit Wertschätzung zu begegnen. Wertschätzung, Mudita, braucht Großzügigkeit. Und ich denke, ich habe das zumindest gestern und heute je einmal geübt und es wird irgendwo spürbar. Direkter Zusammenhang mit Großzügigkeit. So ist auch wertschätzende Mitfreude für die guten Eigenschaften von uns, die guten Eigenschaften von anderen, in Form von Großzügigkeit. Ebenso ist die wertschätzende Mitfreude für unsere eigenen heilsamen Handlungen und diejenigen aller anderen eine Form von Großzügigkeit. Und ebenso spürbar von Großzügigkeit geprägt ist die wertschätzende Mitfreude für das Wohlergehen, den Erfolg von uns selbst oder anderer Menschen und Lebewesen. Mudita, wertschätzende Mitfreude, und Dana, Großzügigkeit, sind sehr nah verwandt und auch ähnlich freudvoll. Andererseits, als unreine Gaben werden Gift, Feuer, Waffen, Jagdnetze und Fallen und Ausrüstungen, manchmal auch Alkohol, Tabak oder Drogen bezeichnet. Die Idee hier ist, dass man nicht gibt, was Leiden verursacht. Das Leiden verursacht vielleicht durch die Gewinnung dieser Dinge oder Leiden verursacht durch den Gebrauch dieser Dinge. Alles, was schadet, selbst wenn man darum gebeten wird. Was ist es, das uns zum Geben, zur Großzügigkeit und Freigebigkeit motiviert? Oder aus welchen inneren Haltungen heraus geben wir? Khalil Gibrans Prophet sagt über das Geben, kommt gleich, es gibt jene, die wenig geben von dem Vielen, das sie haben. Und sie geben es um der Anerkennung willen. Ihr verborgenes Begehren verdirbt ihre Gaben. Es gibt jene, die wenig haben und alles geben. Es gibt jene, die glauben an das Leben und des Lebens Gaben, und ihr Kasten ist nie leer. Es gibt jene, die mit Freude geben, und jene Freude ist ihr Lohn. Es gibt jene, die mit Schmerzen geben, und jener Schmerz ist ihre Taufe. Es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen, weder Freude dabei suchen, noch im Bewusstsein der Tugend geben. Sie geben so, wie drüben im Tal die Myrte ihren Duft in den Raum verströmt. Durch ihre Hände spricht Gott, und aus ihren Augen strahlt sein Lächeln auf Erden. Wenn wir Großzügigkeit für eine Weile sehr konsequent praktiziert haben, wird es mehr und mehr spürbar, erfahrbar, dass es sich gut anfühlt. Wie schon erwähnt, offener, unbeschwerter, verbundener, freudiger. Wir fühlen uns reich, wenn wir großzügig sind. Wir fühlen uns immer dann arm, wenn wir gierig sind und schauen, was wir noch haben könnten, was man noch kriegen könnte und rausholen könnte. Dann ist das Gefühl da, dass wir zu wenig haben und mehr bräuchten. Und mit Großzügigkeit ist es genau umgekehrt. Wir fühlen uns reich. Durch diese Erfahrung, dass es sich gut anfühlt, werden wir motiviert, immer großzügiger zu sein. Manchmal, oft, kann es aber auch sein, dass wir versuchen, großzügig zu sein, weil es empfohlen wird, weil wir wissen, dass es gut wäre, oder weil vielleicht sogar gute, lohnende Resultate versprochen werden. Zum Beispiel in der buddhistischen Religion, ganz klassisch, in Asien, weil es enorme Vorteile fürs nächste Leben bringen soll. Ganz klar, jedem klar. Genauso in der christlichen Religion, weil wir dafür ins Paradies kommen. Ich denke, es ist sinnvoll, sich für Großzügigkeit motivieren zu lassen, durch die Tatsache, dass es sich lohnt und dass es Sinn macht. Es ist aber auch möglich, dass diese Erwartungshaltung zu Gewinnstreben wird, und dann dreht sich das Ganze, dann ist es nicht mehr Großzügigkeit. Sieht dann vielleicht so aus.
ist die Haltung vergiftet. Die Motivation ist nicht mehr wirklich Großzügigkeit, nur noch die äußere Action. Ein anderes Beispiel hier. Ein Mann pflegte einem, das ist in Indien, einem Yogi Geld und Gaben zu schenken. Als er dies tat, wurde er immer wohlhabender und je reicher er wurde, desto mehr Geschenke machte er. Aber eines Tages dachte er, man sagt, je heiliger die Person, der man schenkt, desto größer wird das Verdienst sein. So werde ich von nun an dem Guru des Yogi Geschenke machen. Als er dies tat, wurde er ärmer und ärmer. Verzweifelt fragte er den Yogi um Rat. Dieser erklärte ihm, schau, solange du gegeben und dich nicht gekümmert hast, wem du gabst, ob mir oder jemanden anderem, gab dir Gott und kümmerte sich nicht, wem er gab. Als du aber anfingst, besonders würdige und berühmte Menschen auszuwählen, tat Gott genau dasselbe. Ich habe das nicht selber gesehen, ich habe das von einem Freund geschildert erhalten. Es soll buddhistische Tempel geben, in denen man draußen vor den Toren Papierautos, Papierkühlschränke, Papiertausendernoten und Ähnliches kaufen kann, um sie dann auf dem Altar darzubieten, in der Hoffnung als karmisches Resultat dann Autos, Kühlschränke und viel Geld zu erhalten. Ich glaube, Kommentar ist hier überflüssig. Ganz anders wird die Wirkung, wenn wir aus der Erfahrung der Verbundenheit mit anderen und mit dem Leben heraus großzügig sind. In diesem selben Ort in Sri Lanka, wo ich im Retreat war, da hatte ich einen Mitmeditierenden, den ich nicht kannte und mit dem ich auch nie ein Wort gewechselt habe, weil das alles im Schweigen war, der vielleicht 3-4 Wochen auch mit mir praktizierte. Und dann eines Tages war er weg. Es waren nicht so Kurse, das sind immer 50 oder 100 Leute dran, die kommen, wenn sie kommen und gehen, bleiben so lange, wie sie bleiben, Wochen, Monate und gehen dann wieder. Dann war er 2-3 Wochen weg und 2-3 Wochen später erschien er plötzlich wieder mit seiner ganzen Familie und Anhang und war dann wieder auf der anderen Seite. Die kamen dann und kochten für alle und brachten Essen und schauten zum Zentrum. Also ist dann auch ein Gefühl auf beiden Seiten geben und nehmen und dadurch eine sehr große Verbundenheit. In dieser Haltung, die der Verbundenheit entspringt, fühlen wir uns bereits erfüllt, bereits ganz, bereits belohnt. Das ist dann vielleicht vergleichbar mit Eltern und Kindern. In den meisten Fällen, denke ich, wird sich eine Mutter am Morgen nach dem Aufstehen nicht fragen, ob ich wohl heute Frühstück machen soll für Max. Eltern werden sich meist nicht fragen, ob ich wohl Geld verdienen soll, um für die Kinder Essen, Kleidung oder Ausbildung beschaffen zu können. Die Mutter, die Eltern lieben das Kind, lieben die Kinder und sorgen für sich. Das ist die Motivation. Es ist nicht mehr dieses große Ding, soll ich etwas geben oder nicht. Die Verbundenheit ist schon gegeben. Und die Frage ist nicht, ob überhaupt und wenn ja, wie viel muss es sein? Wie wenig würde auch reichen? Man kann sagen, geben, Großzügigkeit, Freigebigkeit ist die sichtbare, natürliche Manifestation von Liebe, Mitgefühl und Verbundenheit. Als unrein wird geben bezeichnet im Falle von geben, um anderen zu schaden, geben, um Lob und einen guten Ruf zu erlangen, geben aus Rivalität mit anderen. Auch wenn wir geben mit Ärger oder mit Stolz oder mit respektloser, auf die Empfänger herabblickender Haltung, immer dann ist das Geben unrein und hat nicht die gleiche Wirkung auf uns und andere. Alles einigermaßen offensichtlich. Ein wesentlicher Teil einer spirituellen Praxis ist es, sich immer und immer wieder mit der Absicht, mit der Motivation hinter unserem Tun auseinanderzusetzen. Ich denke, es ist ein anspruchsvoller Teil der Praxis. Genau hier liegt die Bedeutung von Karma. Die Wirkung einer jeden Tat hängt von der Absicht ab, aus der heraus wir sie tun. Es ist nicht die Tat an sich,
sondern die Absicht, die dahinter ist, die entscheidet, wie eine Tat auf uns zurückwirkt. Und so schafft eben Geben an sich nicht einfach automatisch gute Wirkungen für uns. Wenn die Absicht aber großzügig ist, dann ist die Wirkung enorm. Es ist die Wirkung, die uns letztlich auch zugute kommt. Die folgende Aussage Buddhas zeigt, wie verkehrt wir manchmal oder oft oder mehrheitlich denken und welches der wirkliche Sachverhalt ist in Bezug auf Großzügigkeit. Das ist ziemlich radikal. Bereit? Was wir hergeben, ist unser. Was wir zu Hause behalten, ist nicht unser. Was wir hergeben, hat für uns Wert. Was wir zu Hause behalten, ist wertlos. Was wir hergeben, brauchen wir nicht zu schützen. Was wir zu Hause behalten, müssen wir schützen. Was wir hergeben, macht keine Sorgen. Was wir zu Hause behalten, macht Sorgen. Was wir hergeben, bringt unerschöpflichen Wohlstand. Was wir zu Hause behalten, wird sich erschöpfen. Was wir zu Hause behalten, führt als nächstes zu Negativität. Was wir hergeben, führt auf direktem Weg zur Erleuchtung. Dasselbe, ganz kurz gefasst, sagt die Popband Young Radicals auf ihrer neuen CD. Hast du die, Wolle? Oh. You get what you give. Du kriegst das, was du gibst. Dana, Großzügigkeit ist auch eine der Paramitas, der Vervollkommnungen eines Menschen auf dem Weg zur vollständigen Erleuchtung eines Buddha. Die Vollkommenheitsstufe dieser Großzügigkeitsparamita ist erreicht, wenn all die scheinbare Getrenntheit zwischen Geberin, der Gabe und dem Empfangenden vollständig wegfällt. Wenn jegliche getäuschte Wahrnehmung von Selbstexistenz in der Person des Gebenden, in der Gabe und der Person des Empfangenden völlig durchschaut worden ist. Die Vervollkommnung der Großzügigkeitsparamita fällt zusammen mit der Vervollkommnung von Prajna-Paramita, der Panya-Paramita, der Vervollkommnung der Erkenntnis und Weisheit. Und Gibrans Prophet beschreibt eine solche Haltung und ich wiederhole Teil des Verses, den ich vorhin gelesen habe. Es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen, weder dabei Freude suchen, noch im Bewusstsein der Tugend geben. Sie geben so, wie drüben im Tal die Myrte ihren Duft in den Raum verströmt. Zhuang Tse beschrieb eine Zeit oder eine Welt, ich weiß nicht, ob es eine Zeit war, in der Verbundenheit und Offenheit natürlich waren oder sind. Niemand macht viel aus Ehrenmännern oder Ehrenfrauen. Und Begabte werden nicht als besonders betrachtet. Die Herrscher sind einfach die oberen Zweige des Baumes und das Volk ist wie die Hirsche im Wald. Sie sind ehrlich und rechtschaffen, ohne zu denken, dass sie ihre Pflicht tun. Sie lieben einander und wissen nicht, dass es Nächstenliebe ist. Sie betrügen niemanden, wissen aber nicht, dass sie vertrauenswürdig sind. Sie leben frei miteinander im Geben und Nehmen und machen nichts Besonderes aus ihrer Großzügigkeit. Ich möchte mit einer Definition von Großzügigkeit aus einem Text, aus dem Bodhisattva Bhumi, schließen. Was ist die Essenz von Großzügigkeit? Eine nicht anhaftende, spontan entstehende Haltung des Geistes und des Herzens, mit den sich aus ihr ergebenden freigebigen Handlungen, in denen man alles völlig hergibt. Eine nicht anhaftende, spontan entstehende Haltung des Geistes und des Herzens, mit den sich aus ihr ergebenden freigebigen Handlungen, in denen man alles völlig hergibt.